Hallo und herzlich willkommen. Dieses Mal habe ich für euch dabei den VW T-Cross, VWs neuen City-SUV, basierend auf der Polo-Basis. Den möchte ich euch heute gerne einmal vorstellen und dann drehen wir gleich noch eine Runde. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. Preislich geht es beim T-Cross los bei 17.975 Euro und es sind bisher drei Motorvarianten verfügbar. Zum einen der 1,0 TSI Dreizylinder mit 70 kW oder mit 85 kW. Zudem gibt es noch einen Vierzylinder Diesel 1,6 Liter mit ebenfalls 85 kW und geplant ist für später der 1,5 Liter TSI Vierzylinder mit 110 kW. Ich sitze hier im 1,0 TSI mit 85 kW. Das Auto wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom Autohaus Rosier-Menden. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Das Auto ist auch sehr, sehr, sehr voll ausgestattet. Also wenn ich mich hier einmal umgucke, habe ich das Beats Audiosystem, Airline innen und außen, Navi, Active Info Display. Es sieht wirklich sehr gut aus, was hier alles verbaut ist. Doch dazu später dann mehr. 10,2 Sekunden braucht das Fahrzeug von 0 auf 100, hier mit dem DSG-Getriebe verbaut und maximal sind 193 km/h zu erreichen. Gut, dann schauen wir uns das Auto jetzt einmal direkt von innen an, dann fahren wir eine Runde und dann gebe ich euch ein kleines Fazit dazu. Wenn wir uns einmal im Cockpit umschauen, dann wirkt es alles sehr aufgeräumt und wie gewohnt VW-mäßig durchstrukturiert. Das kennen wir alles schon so ein bisschen aus dem Polo hier, das hier eingebettete Infotainment-System, dazu voll digitales Kombi-Instrument auf Wunsch erhältlich, darunter Bedieneinheiten für zum Beispiel Klimaanlage, Wahlhebel und hier Warnblinker, Parklenksystem, Park-Distance-Control oder auch Start-Stopp an und aus. Ist alles hier positioniert. Dazwischen befinden sich die Lüfter aus oder die Luftausströmer der Klimaanlage und oben drüber ist hier noch ein Ablagefach. Hier drunter auf Wunsch ein kabelloses Smartphone-Ladepad. Das gefällt mir sehr gut, wenn das in Autos vorhanden ist, weil es einfach viel Kabelsalat erspart. Dann hier zum Active Info Display, zum digitalen Cockpit bei VW. Hier kann ich mir auch wieder verschiedene Ansichten wählen, wie wir das schon aus dem Polo kennen. Einmal kann ich mir die Rundinstrumente anzeigen lassen. Dann kann ich mir abgespeckte Varianten anzeigen lassen. Zum Beispiel das Navi-Display kann ich mir hier vom Radio rüber auf das Active Info Display setzen. Dann kann ich hier auch raus und rein zoomen und auch wieder die Rundinstrumente verschwinden lassen, dass ich quasi Vollbild meine, meine Kartendarstellung habe. Dann habe ich unten links meinen Gang, in dem Fall jetzt P, weil ich ein DSG-Getriebe hier verbaut habe. Und unten rechts stehen meine Geschwindigkeiten. Wenn ich nochmal auf View drücke, kann ich mir das Ganze so ein bisschen detaillierter anzeigen lassen. Dann habe ich hierzu noch meine Fahrzeit, das Auto war heute Morgen schon auf Probefahrt, dann den Durchschnittsverbrauch, oben rechts den Radiosender und die Restreichweite. So, wenn ich mir das weiter angucke, der T-Cross ist bei VW ja wirklich, ich sag mal, ein verrücktes und buntes Auto. Der wird ja überall beworben mit farbigen Felgen und verschiedenen Lackierungen, auch mehrfach kontrastlackiert. Dieses Konzept kann man an unserem Testwagen jetzt sehr schön sehen. Aber im Innenraum ist er wirklich auch schön hier. Das ist so eine, das ist eine etwas raue Oberfläche. Ich weiß gar nicht, was es sein soll. Ich glaube, es erinnert so ein bisschen an diesen Airline-Schriftzug. Da ist ja das R, wenn ihr euch das hier mal anguckt. Und da ist immer so eine Raute hinter. Das hier sieht so ein bisschen aus, sieht so ein bisschen danach aus. Ne? Dann, wie eben schon gesagt, das Beats-Audiosystem ist verbaut. Das Audiosystem gefällt mir sehr gut. Das kenne ich aus dem Polo schon. Allerdings finde ich hier, obwohl es schon sehr konservativ eingestellt ist, ist noch sehr, sehr, sehr viel Bass vorhanden. Also ich habe mir die Bässe schon etwas rausgenommen, aber es ist immer ein ganz, ganz klares Brummen aus dem Kofferraum zu hören. Das könnte meiner Meinung nach ein bisschen weniger werden. Aber das ist ja immer Geschmacks- und Einstellungssache. Was mir besonders gut gefällt, ist hier das Lenkrad im frischen Design mit dem gelochten Leder. Das gehört zur Airline-Ausstattung dazu. Zusätzlich habe ich hier die Schaltwippen fürs DSG-Getriebe dran. Unten noch einmal das Airline-Logo und einen Chromrahmen drumherum. Auf der linken Seite positioniert ist VW typisch lauter leiser, Set oder Reset und Geschwindigkeits- und Abstandseinstellmöglichkeiten fürs ACC, für den Abstandstempomaten. Und hier meine Fahrassistenztaste, in der ich zum Beispiel Lane Assist und sowas alles ein- und ausschalten kann. Besonders schön am T-Cross ist, dass ein Lane Assist, also ein Spurhalteassistent, ab Werk verbaut ist. Zur Funktionsweise muss man sagen, es ist ein relativ kurzes und kleines Auto, deswegen ist er etwas unruhig, wenn der Spurhalteassistent dann aktiv ist, aber grundsätzlich funktioniert er sehr gut. Es ist halt nur ein bisschen, im Endeffekt fährt man natürlich noch selber, er soll natürlich nur unterstützen,
aber ist einfach der Fahrzeuggröße geschuldet, dass er nicht ganz so entspannt ist, wie, sag ich mal, in einem Arteon oder so. Okay, auf der rechten Seite des Lenkrads die eben schon angesprochene View-Taste. Dann dazu noch die Taste, dass ich hier durch meine Menüs durchklicken kann, mir die Fahrdaten anzeigen kann, Fahrzeugstatus, Telefon, Navi, Radio und so weiter und so fort. Dann kann ich hier mit den beiden Tasten immer noch weitere Auswahlen treffen, zum Beispiel hier in dem Fall Zoom in der Navikarte. Mit OK kann ich einen Autozoom aktivieren, das heißt, wenn ich schneller fahre, zoomt er ein bisschen raus, wenn ich langsamer fahre, zoomt er ein bisschen rein. Dann habe ich hier oben meine Sprachbedienungstaste und hier außen rechts und außen links ist in beiden Fällen ein Blindknopf. Okay, Lichtschalter hier oben, schön hoch positioniert. Zielgruppe für das Auto sind übrigens Polo und auch Golf Sportsvan Kunden. Also ja, es ist wirklich höheres Sitzen, sehr komfortabel in der Stadt. Bisher gefällt mir das Auto sehr gut. Ich bin jetzt ungefähr 20 Kilometer gefahren. Man sitzt schön hoch, man sieht viel. Ja, also es ist im Prinzip das Polo-Gefühl nur ein Stück höher. Platzangebot vorne ist auch wirklich ausreichend. Mit meinem 1,88 Meter habe ich mehr als genug Kopffreiheit. Ich kann mir den Sitz variabel anpassen. Ich habe die Beine, kann ich sowohl lang machen, als auch mich nah ans Lenkrad dran setzen. Das passt alles. Es ist schön aufgeräumt. Ich habe einen sehr guten Rundumblick. Ich bin mit Assistenten ausgestattet. Also ja, es geht schon fast so ein bisschen ins Fazit rein. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch ans Ende schneiden. Zum Platzangebot auf der Rückbank. Es ist meiner Meinung nach noch mal deutlich mehr Platz als im Polo, der ja auch schon sehr groß ist. Ich habe den Sitz jetzt vorne so eingestellt gelassen, wie ich gesessen habe. Ich bin 1,88 Meter groß, also ich bin jetzt nicht der Kleinste und ich fühle mich hier hinten sehr wohl. Ich denke auch, dass hier eine Langstreckentauglichkeit für hinten zwei Leute auf jeden Fall gegeben ist. Zu dritt könnte es ein bisschen kuschelig werden, aber das kommt natürlich auch immer auf die Staturen an, die hier hinten sitzen. Besonders schön beim T-Cross ist die serienmäßig um 14 cm verstellbare Rückbank. Dazu hat man hier in der Mitte einen Hebel und kann die dann sowohl vor, ja, als auch zurückschieben. Somit vergrößert sich der Kofferraum von vorher 385 Liter auf 455 Liter. Wenn man die Bank zusätzlich umklappt, sind sogar 1281 Liter Kofferraumvolumen möglich. Hier kann man sehen, dass ich meinen Wocheneinkauf auch problemlos im Kofferraum unterbekommen habe. Das war ein Witz, ne? Ich habe hier drei verstellbare Kopfstützen. Wenn ich mir die alle hoch mache, dann ist natürlich nicht mehr viel Sicht aus der Heckscheibe möglich. Deswegen mache ich sie mir jetzt alle drei wieder runter und wir fahren zusammen eine Runde. Wenn wir uns den T-Cross jetzt einmal von außen angucken, erinnert er von vorne an eine Mischung aus T-Roc und Touareg mit dem großen Kühlergrill und den runden Blinkleuchten unten drunter, beziehungsweise den Nebelscheinwerfern. Dann der große Kühlergrill mit dem Airline-Logo und eine Querstrebe unten unter dem Kennzeichen. Ansonsten ist das Design schon eher futuristisch und ja, etwas auch an dem Polo angelehnt. Natürlich etwas hochgebockt und alles in allem doch sehr stimmig und passt in die VW-Modellpalette. Gegen Aufpreis hier auch verbaut die LED-Scheinwerfer, die die Straße wirklich gut ausleuchten und zusätzlich mit einem Fernlichtassistenten aufwarten. Die Seitenlinie ist von VW eher unbekannt, es ist also etwas neues Terrain, auf dem sich VW hier begibt, auch designtechnisch. Felgen sind 18 Zoll, können auf Wunsch aber auch kleiner sein und wie eben schon angesprochen, steht das Fahrzeug für viele bunte Kontrast- und Farbmöglichkeiten. Wir haben uns hier allerdings für schwarz mit Airline entschieden. Das Heck ist sehr klar geschnitten, zusätzlich das Designelement der durchgehenden Bremsleuchte bzw. der Rückleuchte. In dem Fall leuchten jetzt hier nur die beiden äußeren Elemente, aber zusätzlich der große T-Cross-Schriftzug unter dem Nummernschild, was man vom T-Roc schon kennt, mit einem Dachspoiler aus dem Airline-Paket und ebenfalls getönten Heckscheiben. So, los geht's. Wir fahren eine Runde. Erstmal anschnallen. Da ich Keyless Go und Keyless Entry verbaut habe hier in dem Fahrzeug, oder Keyless Start und Keyless Entry, muss ich hier nur ein Knöpfchen drücken. Schon springt der Motor an. Was sehr angenehm ist, dass der Motor ohne dieses typische Ruckeln anspringt. So, Handbremse los, es ist noch eine manuelle Handbremse in dem Fahrzeug. Automatik, DSG, Wahlhebel auf D und los geht's. Das Auto hat aktuell 587 Kilometer glatt gelaufen.
Deswegen werde ich jetzt keine Beschleunigungstests oder so machen, weil das Auto halt einfach noch nicht eingefahren ist und es ist nicht mein Auto, deswegen möchte ich den jetzt hier nicht irgendwie über die Straßen prügeln. Aber ich möchte ja sowieso mehr aufs Stadtfahrverhalten eingehen. Dann fahren wir einmal kurz etwas Schnellstraße und dann war es das auch. Ich selber fahre einen Golf mit einem Sportfahrwerk drin. Das heißt, wenn ich hier losfahre, ist es deutlich härter. Aber auch bevor ich das Sportfahrwerk da drin hatte, war es schon echt unangenehm, hier über die Straßen zu fahren. Mit dem T-Cross merkst du natürlich die Bodenwellen bzw. die Schlaglöcher hier. Aber es ist deutlich angenehmer als in meinem Golf zum Beispiel. Jetzt mit oder ohne Sportfahrwerk. In beiden Fällen ist es angenehmer. Okay, dann fahren wir mal weiter hier auf der Stoßdämpfer-Teststrecke. Das Ganze ist natürlich etwas unruhig, weil der Wagen einen sehr kurzen Radstand hat und dementsprechend halt Schlaglöcher nicht so einfach wegbügeln kann wie ein längeres Auto. Das ist ganz klar, das ist einfach Physik oder das ist halt einfach den Naturgesetzen geschuldet. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber sonst finde ich, dass das Fahrzeug hier, ich fahre jetzt 50 km/h, fünfter Gang, 1800 Umdrehungen, sehr schön ruhig und sehr schön angenehm fährt. Ne? Klar merkt man die Schlaglöcher, aber es ist nicht unangenehm und es ist nicht aufdringlich. Also ich merke, dass er sich sehr viel Mühe gibt, das Fahrwerk oder die Straße glatt zu bügeln. So, ne? So, ansonsten Handling ist er schon recht direkt. Also es ist klar, es ist kein Mini Cooper oder kein Audi TT, der sofort bei jedem Zentimeter ausschlägt. Aber hier habe ich ganz, ganz bisschen Lenkspiel und dann fängt sofort die Lenkung an zu reagieren. Das gefällt mir sehr gut. Das liegt natürlich hier zum Teil auch an dem Airline Sportpaket, wo auch ein Sportfahrwerk mit drin ist. Ja, jetzt mache ich mal direkt Start-Stopp aus. Das finde ich nämlich, ich bin da kein großer Freund von. So, dann fahren wir jetzt mal auf eine neue Straße, frisch asphaltiert und hier merke ich wirklich so gut wie gar nichts. Also es ist wirklich sehr schönes, sehr angenehmes Fahren. Jetzt muss ich hier einmal kurz anhalten. Ich aktiviere mir mal eben meine ganzen Assistenten hier. Dann können wir nämlich gleich die Spurhalteassistenten auch mal ausprobieren. Dieser greift wie bei VW und Audi typisch ab 60 oder 65 km/h ein. Beziehungsweise dort erkennt er dann die Spur und hält sie gegebenenfalls auch. Ich habe zusätzlich ein ACC hier an Bord, ein Abstandstempomaten, in dem ich auch wieder die Distanz wählen kann in 5 Stufen. Und einen Totwinkelassistent, der bei solch kurzen Autos selbst sehr sinnvoll ist, weil toter Winkel, es ist schnell mal was übersehen. Auf der Autobahn, LKW oder so, übersieht man jetzt nicht so leicht, aber es können immer mal Fehler passieren. Deswegen bin ich grundsätzlich von solchen Assistenzsystemen eigentlich ein großer Freund. So, wenn wir dann an der Ampel beschleunigen, beschleunige ich mal mit Halbgas hier hoch auf 60 km/h. Das Ganze läuft sehr flüssig, das DSG schaltet sehr weich, das gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, es ist kein Rennwagen, muss aber auch nicht sein mit 85 kW, Dreizylinder. Aber er fährt wirklich schön spritzig in der Stadt. Bisher, was ich so erlebt habe, gefällt mir das sehr gut. So, 65 km/h. Jetzt könnte er mal anfangen, die Spur zu erkennen. Macht er auch. Spurhalteassistent erkennt die Spur. Okay, jetzt bin ich zu langsam. Jetzt fahre ich gerade in den Kreisverkehr rein. Jetzt hat er sie wieder verloren oder keine Funktion mehr. Aus dem Kreisverkehr raus. Die Spur hat er wieder. Jetzt lenke ich ihn mal etwas absichtlich auf den Wegesrand zu. Okay, er greift ein, markiert mir das auch sofort. Und auf der anderen Seite nicht. Okay, da hat er sie jetzt gerade nicht erkannt. Er zeigt mir hier in dem Active Info Display immer an, ob er beide Seiten erkennt oder nur eine. So, jetzt hat er sie gerade wieder erkannt in der leichten Kurve. Wenn ich ihn jetzt auf die Fahrbahn Mitte mal zusteuere, die erkennt er auch, aber die erkennt er sehr spät. Und das war das, was ich am Anfang schon gesagt habe, er tänzelt immer so ein bisschen hin und her. Abschließend zum Fahrverhalten würde ich sagen, es ist ein Auto, was wirklich sehr schön fährt, sowohl in der Stadt habe ich es eben ausprobiert, dann fahre ich jetzt gerade Landstraße, Autobahn probiere ich nicht aus, weil ich denke, dass das nicht so unbedingt sein Hauptrevier ist. Die Bremse noch mal einmal kurz antesten, ich bin nämlich eben etwas zu feste drauf getreten, hat er sofort gut zugepackt. Wenn ich jetzt mal hier mit 50 stoppe vor der Ampel, ja, dann steht er auch wirklich sehr gut. Also er steht jetzt nicht, aber er wäre sehr gut ans Stehen gekommen. Also das Auto gefällt mir sehr gut. Man muss natürlich sich vor Augen halten, dass es im Prinzip ein Polo ist und er fährt sich auch wie ein Polo, nur ein Stück höher. Ne? Also wer Polo mag, wird den T-Cross, wie eben schon gesagt, auch mögen.
Mein Fazit zum T-Cross ist, dass es ein sehr schöner und aufgeräumter Wagen ist, typisch VW, er ist durchdacht, er ist gut verarbeitet, es sind ein paar neue Gimmicks wie das Lenkrad und der Schalthebel drin, die im Design halt einfach ganz neu sind. Grundsätzlich sind es halt einfach ein Lenkrad und ein Schalthebel. Ich persönlich muss sagen, dass ich nicht auf der Suche nach einem City-SUV bin, also ich persönlich brauche so ein Auto nicht. Wer aber viel in der Stadt unterwegs ist und gerne hoch sitzt, der macht mit dem T-Cross meiner Meinung nach nichts verkehrt. Preislich liegt dieses Fahrzeug hier bei ca. 37.000 Euro. Als Vorführwagen mit 5000 Kilometern ist er zu haben für 33.990 Euro. Aber das ist natürlich immer individuell verhandelbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken und teilen bitte nicht vergessen. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare schreiben und bis zum nächsten Mal.